So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Zombie ist noch verschlafen und nimmt eine Runde Overwatch auf und spielt als Ashe. Und hat seine Framerate wieder hochgestellt. Mir hat jemand in den Kommentaren gesagt, hey, wieso hast du da 60 Hertz eingestellt? Und keine Ahnung, entweder weil es der Testserver ist und ich habe es noch nicht umgestellt, aber jetzt habe ich auf 144 Hertz umgestellt. Und es sollte trotzdem wahrscheinlich nichts ändern und ich treffe nichts. Egal! Wir spielen auf jeden Fall heute nochmal eine Runde Ashe und ich gebe euch eine kleine Warnung raus, weil der nächste größere Overwatch-Patch, der kommt, wird verlangen, dass man das komplette Spiel neu installiert. Nur als kleine Vorwarnung. Hat Blizzard gepostet. Ich weiß nicht, ob es die Konsolen auch betrifft, aber ich kann es mir vorstellen. Naja. Daddeln wir eine Runde. Auf Nepal. Ich freue mich tatsächlich am meisten noch auf die Overwatch League Skins, weil ich dann den Standard-Skin in so einer lila-weiß-Version haben kann. Haben alle anderen Helden die Overwatch League Skins direkt bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe doch. Ja, was haben wir denn ansonsten gelernt gestern bei der Runde im Quickplay? Ich würde meinen, dass wir auf jeden Fall mehr mit dem Dynamit arbeiten sollen und an die Schrotflinte denken, die nicht vergessen. Ja. Schauen wir mal, was wir heute erreichen. Wahrscheinlich wird es einfach nur pures Chaos, aber damit kann ich auch leben. Bin gespannt, ob eine Ashe da oben rechts sein wird. Das ist aber jetzt der Sniper-Quick da vorne. Ja, ich treff die Schüsse. Aua. Wer weg. Okay. Bevor ich hier weggeasht werde. Oh, das Medipack ist sogar noch da. Nice. Halt das. Oh, oh. Bevor ich hier raketet werde. Oh, hätte ich das in der Luft getroffen. Wie cool ich wäre. Oh, kann ich die Ashe? Nein, nein, nein. Da ist man so aufgeregt, dass man dann einfach nicht trifft. Ich glaube, das größte Problem ist auch halt immer, dass man aufnimmt und irgendwie aufgeregt ist. Ich glaube, das unterschätzt man. Aber keine Ahnung. Ist halt bei Aim-Helden so, ne? Wir werden es überleben. Ich kann es überleben. Ich hoffe, ihr könnt es auch überleben. Da werden noch welche sein. Bin bereit, ich bin bereit. Okay. Oh, ich war nicht bereit. Ich würde nicht nochmal gucken, wenn da zwei Leute gammeln. Mein Kopf. Hä? Ich sehe nicht mal. Also ich habe nicht mal die Kontur von dem Hut gesehen oben. Unfair. Gehen wir außen rum. Versuchen wir uns irgendwie ranzuschleichen. Junge. Nee. Den TNT-Kram will ich nicht nochmal sehen. Da hinten. Nice. Die hat da ein bisschen zu weit geguckt. Und wir haben den Punkt. Da haben wir einen Bodyshot. Ist mir egal, ob ich Headshots treffe oder nicht. Da hat man sie so voll schießen sehen. Ich liebe dieses Dynamit. Der Cooldown davon ist auch echt kurz. Mehr Dynamit. Nein! Warum musst du denn genau in der Sekunde deine... Ich habe die ganze Map. Ist voll mit meinem Team. Aber niemand kümmert sich um die, die hier oben in der Ecke steht. Und die kann dann gechillt mich da stehend abschießen. Natürlich stand ich offen da. Ich wollte halt die Pharah einfach dynamiten. Ich habe die Pharah eh nicht getroffen. Also war es einfach ein Doppelfail. Okay. Da ist ein Bob auf dem Punkt. Nein, nicht noch ein Bob. Warum ist da noch ein Bob hinter mir gewesen? Ich muss doch meinen auf den Punkt werfen. Na, ihr Ripp. Ich wünschte echt manchmal, man könnte diesen Voice-Spam deaktivieren. Es ist lustig in manchen Runden, aber hier auf dem PTR, wenn so 10 Ashe da sind. 10 Ashe. Ashe Ketchum, Pokémon. Wieso spreche ich den Namen falsch aus? Ich weiß es nicht. Ah, ich habe einen Kopfschuss gegeben, ja. Wie oft der schießen musste, bis er getroffen hat. So, wo sind sie denn alle? Da war einer. Wenn kein Medikit da ist, verbrennt er. Ja. Ich glaube, ich habe auch noch meinen Rücken reingeschossen. Alter, die Pharah müsste eigentlich so schnell tot sein, dass die überhaupt Chancen hat zu überleben, wundert mich. Eins. Die Pharah muss aber nur von Medikit. Alter, warum? Von zwei Seiten?
Komm schon, zeigt mir eine Flinten-Lady. Ich will ballern. Ich höre nur! Ich sehe niemanden. Da wirft schon einer auf mich, obwohl ich nicht mal sehe, dass da jemand ist. Oh, wir haben Bob. Wenn ich jetzt wieder vorgehe, werde ich von zwei Seiten gleichzeitig abgeschossen oder so ein Scheiß. Okay, ich habe einen Bob eliminiert. Werde von, währenddessen von der Seite wieder abgeschossen. Okay, tschüss. Mhm, das war ein Headshot natürlich. Dann will ich aber sehen, wie da schön durch den Elefanten gesniped wurde. Ja! Oh, bestes Duell der Welt. Schauen wir mal, ob die immer noch ihre Pharah haben. In der zweiten Runde hatten sie es auf jeden Fall. Habe ich aber echt wenig bemerkt. Als wird hier jemand snipen, lol. Alle. Alter, ein Hamster! Das ist einfach die dümmste Entscheidung, die man treffen kann gegen 10 so Ultra-DDs. Der Schrotflinte Schaden machen. Die kenne ich nicht mal. Und schon habe ich einen Kill. Und schon habe ich zwei Kills. Okay, ich sollte mit der Schrotflinte öfter Schaden machen. Nee, es war gerade ein bisschen Lack, würde ich meinen. Da ist der Hamster. Hä? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Assist Damage bekommen. Nee. Nee. Komm, noch ein Schuss. Nice. So, da ist noch ein Hamster. Und da ist vom Dynamit. Oh, oh, die hat getroffen. Ich will wenigstens hinterlaufen, um meinen Dynamit noch zu werfen. Nein! Oh! Warum spielt man alle gegen alle, um den Hamster zu spielen? Oh, wir haben auch McQueen als Gegner. Verrückt. Da ist er. Hallo! Lassen die ihn am Leben oder warum? Keine Ahnung. Gratis Damage nehme ich. Nee, da ist niemand. Oh, okay, der Hochsprung hat nicht funktioniert. Hat keiner mitbekommen. Tschüss, Hamster. Ja, einer schon Bob hat. Ja, der Hamster gibt uns voll den Vorteil, dass wir alle unsere Ult schneller kriegen, wenn wir den fokussen. Tschüss, McQueen. Da ist er verbrannt. Hier kann ich schön campen. Und mich heilen, wenn ich getroffen werde. Gottes Willen. Hilfe, wie aggressiv. Warum hat der mit einem HP überlebt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das Dynamit macht so. Ich habe ihm einen Bodyshot gegeben und mit dem Dynamit getroffen und der hat mit 6 HP überlebt. Macht sich immer vollen Schaden, das Dynamit? Keine Ahnung. Können wir bitte nicht so einfach gewinnen? Ja, wir haben zu viele Bobs. Ich habe jetzt mal auch noch meinen. Ja. Armee der Bobs hat gewonnen. Hätte man auch einfach da oben einsetzen sollen jetzt. Okay, ja, wir sehen uns bei noch einer Runde. Aber da oben hat es mir mehr gefallen, da zu kämpfen gerade. Schauen wir nochmal, was eine andere Ashe so macht. Okay, Trickshot versucht. Random TNT getroffen. Ich glaube, Ashe Play of the Games könnte schon manchmal echt peinlich sein. Hat mich an Mainz in der Runde erinnert davor. In der Folge davor, wo ich den Hanzo nicht getroffen habe. Los geht's! Oh, schön ein Sprung! Verschwendet nur euer Dynamit. Ich nutze meinen Cooldown, um einen Treffer zu landen. Nämlich jetzt. Bam, habe ich alle getroffen, habt ihr es gesehen? Gut, dass die fliegende Pharah mich nicht getroffen hat. Und schade, dass sie wieder... Was machst du in meinem Haus, Junge? Geh raus! Ich habe nicht nachgeladen gehabt, ich habe schon alles verballert gehabt. Wow. Komm, Duell Nummer 2. Tschüss, Pharah. Kein Bock auf dich. So, die Feinde haben den Punkt auf jeden Fall. Und ich werde verbrennen. Deswegen werde ich da hinhüpfen und das Dynamit hinter die legen. Schade. Danke. Ich komme an und einfach erstmal Dynamit ins Gesicht. Zwei Schüsse auf Grivel Mike. Und da oben ist eine. Komm, zeig dich. Alter, da kommt er hier unten. Ganz schön dreist.
so richtig dreist, aber das Dynamit ins Gesicht gelegt. Dass ich so dumm mit diesem Dynamit bin. Aua. Hieß kein Doppeldynamit auf meinen Kopf. Oh Gottes Willen, da sind so viele. Ah, ich habe jemanden in deinem Haus getroffen. Nice. Eieiei. Als ob der mich so zufällig getroffen hat. Der hat nicht nach mir geschossen, der hat mir einen Headshot gegeben, ohne auf mich zu zielen. Ich bin einfach so reingelaufen. Ha. Aber jetzt kann ich von hier oben aus mal schießen. Ja. Ach ja, ich kann ja auf das Haus da hoch. Hui. Gucken wir mal, ob wir hier jemanden sehen. Oh Gott. Ja, tun wir. Ja, RIP. Wir haben uns gegenseitig einfach nur getötet. Ich glaube, wir haben uns beide gegenseitig mit unserem Dynamit getroffen, weil wir es so schnell abschießen wollten. Nee, nicht mal. Danke, Tomato. Los. Mach eine Bob-Armee. Los, Bob-Armee. Ja, sprengen wir sie weg, die Ladies. Okay. Da kamen die 1000 Bobs. Ich habe genau 1000 Schaden. Das ist aber fürchterlich noch. Ich muss echt viel besser. Muss besser werden. Ich will nicht die drittbeste Ashe sein, ich will die beste. Naja, gut. Nee. So ein Competitive Level will ich jetzt auch nicht spielen. Ein bisschen besser. Ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Wenn man irgendwie einen Helden dann mal 50 Stunden gespielt hat oder so, dann kann man ihn auf jeden Fall besser. Als wie in den ersten Minuten. Ich glaube, das war es dann auch erstmal mit nur Ashe in Videos. Ashe schon wieder. Ashe in Videos. Dann spielen wir mal andere Helden. Schauen wir mal, wie wir als Pharah gegen Ashe klarkommen und sowas. Und dann, ja, lernen wir aus unseren Fehlern. So. Den würde ich gerne treffen. Komm schon. Zeigt sich die ganze... in der Luft. Er kann auf die ganzen Widow-Spots halt auch gehen. Muss man nur sehr, sehr weit treffen können. Ja, aber guck, ich könnte ja hier easy hochgehen. Dann, wenn ich sehe, dass da unten jemand rennt, könnte ich daneben schießen. Dreimal. Viermal? Tja, was für eine Hilfe ich für mein Team bin. Das würden sie ohne mich machen. Oh, schon wieder ein Hamster? Gratis Ult. Oh, ich wollte noch mehr drauf schießen. Ist ja schon tot gewesen. Ach, verdammt. Wenn die nicht mich angucken, ist es immer zehnmal so schwer, die zu treffen. Ja, hat er verdient. Hat er wirklich verdient, mich zu töten. Aber zehnmal daneben geballert. Was mache ich denn? Und alle haben sie ihre Goldwaffe schon. Zwei Schuss und ich bin down. So, wo ist der Hamster? Da ist der Hamster. Okay, den Hamster haben wir da drin. Danke für ein bisschen Ultladung. Erstmal 10 Stunden nachladen. Warum ist sie jetzt runtergesprungen? Ja, ich muss gerade gegen eine andere kämpfen. Hört auf. Geh mal runter und hol mir Heilung. Bob, mach den weg. Seitenraum gehört mir. Lohnt sich halt nicht, dir in den Raum zu schicken, Bob. Eigentlich. Nice, in der Luft geflankt. Aua, da stehe ich ein bisschen in den Bob drin. Oh, hab den da oben angezündet. Auch wenn ich mich selber verbrannt habe. Reicht das für einen Kill? Nein, hat nicht für einen Kill gereicht. Überhaupt nicht mitbekommen, dass wir verloren haben. Mir kam so voll, als hätten wir den Punkt die ganze Runde gehabt. Die war voll chillig. So. Und nochmal die Stelle, wo man Leute runterwerfen kann in der Map. Vielleicht können wir den Hamster runterschubsen. Wäre auf jeden Fall lustig. Okay, auf jeden Fall ist da Gratis-Punkte. Danke. Gratis-Ult auf als Ball. Okay, sehr aggressive Frau da vorne. Nicht cool. So, und wir versuchen mal hier rein zu sneaken und irgendwen zu sprengen. Wie hat das Dynamit den jetzt nicht getroffen? Und dann heilen wir uns hier nochmal voll. Tschüss, Hamster. Ich habe einfach meine halbe Ult. Egal, was passiert ist. Er hat mich aber nicht tot bekommen. Und ich konnte meine Ult an ihm auffüllen. So. Jetzt können wir von hier oben mal kurz ein bisschen kämpfen. Da unten kommt eine raus. Nice. Jetzt müssen wir zum Hamster runter.
Alter, was machst du denn hier? Warum? Ich habe auf die Tür geguckt. Ich wollte nicht, dass Bob vor dem Haus... Das bringt mir doch gar nichts, wenn Bob vor dem Haus steht. Besonders Bob ist gestorben. Guck auf die Tür, Bob, tu doch was. Und er rennt gegen eine Wand und stirbt. So, und jetzt gehe ich einfach hin und drücke Shift auf die. Oder auch nicht, weil die da drin auch ein Medic-Paket hat. Hä? Ach, das sind schon wieder zwei. Ich wollte schon sagen, wieso hat die ihr Cooldown schon wieder? Müssen auf den Punkt, Leute. Zack, zack. So, geh einfach rein. Und verbrenn dann. Vielleicht überlebe ich. Ja, ich habe den anderen Typ noch angezündet. Das hatte ich für eine Wahl. Also wenn da ein Feind ist, ich wäre eh tot gewesen. Aber schön gegen die Laterne geflogen. So, jetzt muss ich schnell hinkommen, bevor die uns überrennen. Mein ganzes Team ist da vorne und wir haben 98%. Aber knapper kann es nicht werden. Alter, er hätte einen Schuss nur treffen können. Ich bin einfach schwerbehindert. Ja, schade, verloren. Okay, dann war das jetzt zwei komische Runden Ash. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mein Zimmermann. Tschüss.